Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 826, auch die heutige Folge, wie die Folge gestern auch. Es ist auch für die Konsoleros mitgedacht, die mit der PlayStation 4 und der Xbox One unterwegs sind. Und wir sind auch hier ähnlich wieder bei einer groben Einheit sozusagen. Die sind über Knäbelland gelandet. Die Typenbezahlung steht hier dran, weiß ich gar nicht. Gucken wir einfach mal. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb die Typenbezeichnung nicht. Wir falten mal auseinander und lassen uns überraschen, ob die außen vielleicht dran steht. Da steht auf, nämlich auf jeden Fall schon mal, ja, TLD. Das gute Stück hat, glaube ich, TLD 95, wenn ich mich nicht täusche. Ihr seht selber hier die ganzen Anschlussgeschichten und sowas. Das sieht alles sehr gut aus. Texturen sind auf dem aktuellen Stand. Und so sind wir auch dementsprechend runtergefahren hier. Wir machen den Helfer mal eine Runde an. Da setzt er auch schon an. Da legt er los und dadurch, dass er hier ein bisschen mehr in die Erde geht, ist er nicht so wie gestern. Die Einheit von John Deere ist er nämlich nur mit 15 km/h unterwegs. Ich mache jetzt den Motor schon mal wieder aus. Wir hüpfen schon mal wieder raus. Sehen hier, wie gesagt, nochmal die Texturen. Das sieht alles top aktuell aus. Ne? Also sehr schön gemacht. Wir schauen uns das gute Stück auch im Shop an. Finden das dann hier unter Grubbern ganz am Ende. TLD 91. Oh Gott, habe ich mich glatt versehen. Schande über mein Haupt. Nein, TLD 91 ist es. Hat dann 9 Meter Arbeitsbreite. 150 PS braucht er. Ne? Ist auch ein bisschen, ne, kräftiger in der Erde unterwegs, wie der Kollege gestern dann. Also, das ist dann schon Mod Nummer 1. Ich hüpfe mal eine Runde, bis wir hier hinkommen. Genau, und hier sehen wir auch schon die nächsten Mods. Und wir fangen einfach mal an mit den Jungs hier vorne. Das ist nämlich der Joshkin. Josh, ich duschel immer. Joskin, muss ich sagen. Ne? Vago Pack. Das kennt man vielleicht noch von früher. Da gab es allerdings nur zwei Varianten, nämlich so wie ihr es hier seht. Einmal eine lange und einmal kurze, 8 Meter und 10 Meter Version. Das war es dann eigentlich. Ganz normal, ne? Zwei Achsen, vier Räder und gut ist. Mit Normalplatte und so wie ihr es hier seht, auch mit den Ausbauten für die Rundballen. Das ist der Standardpart. Das gute Stück ist noch dazugekommen. Das arbeitet hier mit einer imaginären Stütze, wie ihr seht. Anschlussgeschichten sind auch alles da, aber das ist nur ein Einachser, wie ihr hier seht. Ne? Der hat hinten zwei, vorne eine, der hat eine und eine und er hat hier nur hinten eine. So sieht's aus. Und wir hatten noch eine Farbwahl. Ich habe mal hier eine dunkle Oberfläche gewählt. Ne? Da seht ihr mal so den Unterschied und hier auch dann eher die grauen Felgen in der Stadt, die gelben Felgen. Ne, sonst auch Typenbezeichnungen und sowas gibt es hier auch Unterschiede. Das Ganze kann man kriegen mit Warndreieckgeschichten, so wie es hier seht, und auch ohne. Das könnt ihr auch auswählen. Das zeige ich euch jetzt auch im Shop. So, wir müssen dann nämlich einfach nur auf die Ballentechnik einmal durch. Und da seht ihr es, die 10 Meter und die 8 Meter Variante. 10.000 und 15.000 kosten die beiden. Da haben wir die Möglichkeit, Reifenhersteller, Nokia, Mietas und Trelleborg zu wählen. Und wir haben halt dann auch zwei Reifenvarianten. Design ist halt mit Warndreieck, ohne Warndreieck. Das seht ihr hier hinten, wie es sich wechselt. Und wir haben das Design einmal mit Leitern und einmal ohne Leitern. Und die Farbgeschichte, wie gesagt, wir können eine Black Edition daraus machen. Und dann haben wir auch noch die verschiedenen Möglichkeiten, selbst auch Chromfelgen zu wählen, wenn wir es dementsprechend wollen. Also das funktioniert schon mal einwandfrei. Und wie gesagt, die Semi-Mounted-Variante, die ist halt neu dazugekommen. Die Einstellungen sonst sind aber bei allen sonst gleich. Schon wieder genuschelt, ne? Gleich, wollte ich sagen. So, wir gehen eine Runde weiter und kommen zu diesem guten Bergmann hier. Ich habe das mal mit der metallischen Zwischenleiste hier gelassen. Man kann hier dementsprechend das Ganze auch in den klassischen Farben kriegen. Das ist einstellbar. Ne? Ihr seht hier einen schönen Hänger. Anhänger, sorry. Anschlussgeschichten sind da. Ne? Man sieht hier, ich hüpfe einfach mal rein, das ist mal das Einfachste. Wenn wir das gute Stück hier aktivieren, geht es hinten auf und ihr seht, das wird alles per Bandsystem rausgefördert. Auch das sehr schön gemacht. Texturenmäßig sieht das sonst alles aktuell aus. Ne? Auch die ganzen Anzeigen und Anstellmöglichkeiten, die man so dran haben sollte, sind dran. Ne? Die letzten kleinen Warntäfelchen, alles was dazu gehört. Ne? Also auch das eine schöne Geschichte. Hier zeige ich euch die Optionen auch noch im Shop. Die finden wir dann unter den Anhängern. Ganz am Ende, da haben wir ihn. HTW65 ist die Typenbezeichnung. Wir haben 61.000 PS, ist halt Hackschnitzel, Silage, Heu, Strohgeschichten transportiert er. Wir können 56.000 Liter transportieren für 72.000 oder 61.000 Liter für 73.000. Ne, dann müsst ihr 1.000 mehr bezahlen.
würde sagen, für die 5000 ist das durchaus lohnenswert. Allerdings bleibt dann eine Einstellmöglichkeit, nämlich ne, die Abdeckung hier. Die gibt es nur für die kleine Variante, weil sobald ich die hier wähle, kommt der Schottenparty so ein bisschen dran und dann geht die Abdeckung da nicht mehr drauf. Wir haben noch Michelin und Trelleborg zu wählen. Da haben wir dann auch Breitreifen oder ne, zu wählen bei Michelin. Und wie gesagt, wir können das Ganze mit und ohne Warnstreifen kriegen. So ist es ein bisschen besser. Die gelben Streifen, die lassen sich aktivieren, genau wie hier die helleren Streifen. Das geht also auch alles. Ja, Hauptfarben, wie gesagt, lässt sich auch nochmal einstellen, dass wir es halt nicht in metallisch haben, sondern in einem bräunlich-beigen Ton, sage ich mal so. Das lässt sich also auch machen. Na, also sehr schön, auch hier, wenn man so die Details und sowas angeht, ne, bis hin zur letzten Niete, ist das schon alles da. Ich habe jetzt hier die Variante auch mit allen Reflektorenstreifen gewählt, wie ihr seht. Na, also auch wenn ich hier gucke, ja, die Reflektorenstreifen, die gehen dann extra ran. Die Abdeckung ist jetzt hier nicht drauf, weil das hier ist die 61.000 Liter Variante. So, damit haben wir den dann auch. Dann hüpfe ich mal eine Runde zu meinem freundlichen Kollegen hier. Und wir fangen einfach mal womit an? Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Haus an hier. Hier haben wir ein schönes Häuschen stehen. Da gehen auch dementsprechend schöne Garagen auf, wie ihr seht. Hier gibt es also mehrere schöne Unterstellmöglichkeiten. Das Ganze hier, die Texturenmäßigkeiten sehen eigentlich sehr gut aus. Ob man die Steinmischung unbedingt so hätte machen müssen, na, das ist eine andere Frage. Aber ihr seht schon hier, die Türen und das lassen sich alle öffnen. Es lässt sich auch durchfahrtsmäßig öffnen. Man hat hier die bisschen Möglichkeit, auch höhere Sachen zu bringen. Hier in der Mitte hat man sonst einen Zwischenbereich. Das, was ich jetzt gerade tue, ist den Lichtschalter suchen. So, da haben wir auch Licht. Hier haben wir auch eine Leiter. Da komme ich aber jetzt so nicht weiter hoch, weil da wäre noch so ein Zwischenboden. Hier drüben haben wir nochmal eine kleine Tür. Und hier ist nochmal ein extra Raum, dementsprechend auch mit Licht. Ich laufe nochmal rum. Das Ganze läuft hier, ne? Und hier ist es nämlich eine Garage zum Reinfahren auf der Seite. Hier seht ihr die Tore nochmal. Und das Ganze läuft als Farmhaus. Genau, es ist nicht eine Garage, sondern es ist tatsächlich ein Farmhaus. Wenn ich die Hilfe anmache und wie ihr hinlaufen, seht ihr hier, habt ihr hier die Schlaffunktion. Schön noch mit einer Bank dabei. Blumenkästchen sind gesetzt. Ne, von allen Seiten sieht es irgendwie anders aus, aber hier mit dem schönen Vorbau. Ne, hier die Öffnungsmöglichkeit für den Heuboden, den ihr da seht. Also dementsprechend schon schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Schauen wir uns natürlich dann auch eine Runde im Shop an. Finden wir unter platzierbar Farmhaus. 220.000 müsstet ihr investieren und 50 am Tag ist allerdings dann 100 am Tag günstiger wie das normale Farmhaus. Dafür müsst ihr ein bisschen mehr grundsätzlich investieren. Ne? Finde ich aber sonst eigentlich okay, kann man mit leben, muss ich sagen. Ja, also nichts Schlimmes dabei. So, dann drehen wir uns nochmal um und haben hier vorne noch eine Variante der Unterstellmöglichkeit, denkt man jetzt einfach so. Ich kann das hier natürlich auch aufmachen, aber das Ganze hier läuft als Kuhstall. Ich mache die ganzen verschiedenen Türen hier mal auf. Dann seht ihr, dass wir hier einen Garagenbereich haben. Wir haben einen kleinen Kuhstall mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob die Türen hier auch aufgehen. Ja, hier ist noch ein bisschen Werkzeug drin. Hier ist ein bisschen gar nichts drin. Da geht auch ein bisschen gar nichts an, aber ich glaube, das Licht geht hier automatisch an. Die Rückseite ist einfach nur geschlossen, genau wie die Seitenteile auch. Und ob die Kühe hier die richtige Belüftung drin haben, ist eine andere Frage. Ne? Hier sind Fenster. Man sieht immer nicht aus, als wenn man die aufmachen könnte. Also hier sehe ich vier Kühe stehen. Mit einem Trog davor. Ja, ist die Frage. Wir haben ihn stehen unter Tierhaltung, glaube ich. Da sehen wir ihn. Und da seht ihr es, vier Kühe. Genau, das ist die ganze Sache, die reingeht. Und die, ne, wenn ich drauf drücke, müsste ich es einfach nur platzieren. Wo ich jetzt hier die Sachen anfütter oder so, ist die Frage. Ich schätze mal, dass die Trigger wahrscheinlich alle hier aufeinander liegen, weil hier auch das Tiermenü liegt. Ne? Also, es ist ein, ja, eine Garage mit einer Nebensächlichkeit. Also ich würde nicht unbedingt Tiere drin halten wollen, aber wie gesagt, wenn es sowas gibt und sowas auch tatsächlich in echt gibt und das zu einer landschaftlichen Variante gehört, dann muss das jeder selber wissen, was er damit macht. Ne? Also wie gesagt, ich finde es optisch sonst eigentlich gelungen, werkstattunmäßig so. Ist okay, ist kein Werkstatt-Trigger drin, sieht nur aus wie eine Werkstatt. Ne?
Und sonst ist es soweit okay. Ne? Ich kann die Tore schließen, aufmachen und sowas. Ne? Läuft. Ich spule mal eine Runde vor. Ich mache mal die Hilfe erstmal aus. Und dann gucken, ob das Licht von alleine angeht. Ja, das Licht geht von alleine an. Da seht ihr es auch. Schöne Beleuchtung. Und auch im Haupthaus drüben, da dementsprechend geht auch das Licht im Schlafzimmer an, sozusagen. Ja, und da sind wir schon wieder. Ja, so schnell geht's. Da haben wir es auch tatsächlich schon wieder alles gesehen. So, ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Habe ich hier auf dem Platz was stehen sehen? Nö, ich würde sagen, das ist alles okay soweit. Bisschen dunstig hier am Morgen. Ich laufe nochmal eine Runde hier rum. Und ich glaube, wir werden ihn hier mal eine Runde schön hier ins rechte Licht rücken, sozusagen, und sagen: Das war's für heute. Genau. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.